Zuschauer. Grüß die Zuschauer, ja. Ja, geht doch. Ach, du bist gerade bei Instagram oder was, live? Bei Insta live, genau. Liebe Grüße aus Zülpich vom Beachstauber Festival. Hello. Wir wollten euch noch eine Story erzählen, ne? Und zwar, sollen wir das von der Telefonzelle erzählen, die Story? Guck, also hier gibt's ja diese roten Telefonzellen. Und da wollten wir halt ein Foto machen. Erst sie, dann war ich dran. Sie hat das Foto gemacht und da hinten standen so drei Jungs, Männer. Die haben so, und sie steht dann so vor mir und zeigt so nach hinten und so, ja, da, die filmen, ne? Die filmen uns. Und ich mach dann so, ich hörte, was ist das denn noch? Ich so, so hat er so gepostet für die. Die haben sich auch gedacht, ne? Dann wollten die aber. Und dann hast du gesagt, du bist es da. Nein, warte, das kommt noch nicht. Dann habe ich gefragt, ja, wollt ihr ein Foto? Wartet ihr auf die Box? Wollt ihr ein Foto? Die so, ja, ja. Ich so, ja, okay, dann kommt, wir sind fertig, ne? Und ich dann. Und ich so, ja, wollt ihr ein Foto mit mir? Die kommt mich so an. Ich so, ich bin ein Superstar aus Deutschland. Aus Germany hast du gesagt. Aus Germany. Aber wollte der nicht, der kannte uns nicht. Kann ich verstehen. Ach komm. So, das war's und wir gehen jetzt noch einkaufen. Ja. Wie gefallen euch die London Vlogs bisher? Wuhu! Wir haben da Zuschauer. Genau, das ist meine Antwort dazu. Spaß. Lustig. Ich bin heute fit wie ein Turnschuh, ne? Genau, alle 5 Minuten musst du sie sitzen. Ey, du sagst, mir immer die lustigen Sachen. Wenn die Kamera aus ist, wenn die an ist, dann sagst du nicht, was merkst noch was, ne? Hast du vorher auch was Lustiges gesagt, was war das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht, aber das war lustig. Auf jeden Fall bin ich fit wie ein Turnschuh, ne? Ja, total. Sei doch nicht so gemein, Sammy, die ist voll frech. Wir haben nicht mehr so viel Geld und wir hoffen, wir können gleich Geld wechseln, weil, dann sollten wir vielleicht mal los. Ich hab irgendwie, die will immer essen gehen und ich habe so Lust auf Bagels. Ich habe keine Lust, immer essen zu gehen. Seht ihr, sie ist ein Handy, sucht die. Leslie hat ein Furzquersitzen. Warte, was hast du ihm gerade geschrieben? Der hat das aber nicht gecheckt. Ach so, ne. Willst du, da antwortet ihr darauf? Ach, das ist doch, den Papa dir klar machen wollte. Den kannst du nicht, den darfst du nicht zeigen jetzt. Warum? Ja, der hat einen Schutz. Und dann eher der Linke für dich, oder? Mir gefällt keiner von den beiden. Und der Nico ist heute auf ein Festival ohne mich gegangen. Tja. Toll. Merkst du was? Merke ich. Boah. Merkst du auch was? Ja. Wie gefällt euch übrigens das neue Lied von Vanessa Mai? Oh Gott. Ich find's super. Und du, Leslie? Auch super. Ja, sag doch die Wahrheit. Ja, ist okay. Ja, so heißt das. It's okay. Steig ein. Was, it's okay? Heißt das wirklich so? Ja, also es singt wieder. Oh, von deiner Freundin ein Foto. My love. Ah, die Süße. Du bist schon mal geliked. Warum?
Happy Valentine's Day. Ja, danke für die Blumen. La 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 la. Also, wie war hier Buckingham Palace? Was macht ihr noch? Geht ihr jetzt zum Big Ben oder was ist noch eure Pläne für heute Abend? Oder geht ihr feiern? Hier ist halt der Beach Sauber und die Freundin von Dennis ist halt hier auf dem Junggesellenabschied. Hat der Dennis mich ja mitgeschleppt, deswegen sind hier, keine Ahnung, irgendwelche besoffenen Mädels, die mich die ganze Zeit irgendwie abfucken hier und den Dennis auch. Deswegen sieht er auch so bedient aus. Hi ho, mein Schatz, wie geht es dir denn so? Hast du heute schon wieder einen kurzen getrunken? Es ist okay, wie du bist, es ist okay, wie du bist. Es ist okay, wie du bist und bist und bist. Aber vorhin nach 5 Metern laufen, oh, mir tun die Füße weh. Warte mal. Hört die sich dann auch noch an, ey. Hast du heute schon wieder einen kurzen getrunken? Es ist okay, wie du bist. Es ist okay, wie du bist. Es ist okay, wie du bist und bist und bist. Also, mein Schatz, wir gehen gleich einen saufen. Und dann... Und dann wollten wir noch auf Männerjagd gehen. Die Lesti ist schon ganz rattig. Mhm. Auf die Frauen, auf die englischen Girls, Ladies. Genau. Also, mein Schatz, wir gehen gleich einen saufen. Und dann wollten wir noch auf Männerjagd gehen. Die Lesti ist schon ganz rattig. Auf die Frauen, auf die englischen Girls, Ladies. Scheuert, ey. Nein, ich stehe nicht auf Frauen, aber sie denkt manchmal, mit welchen rumzumachen. Also, lasst es euch gesagt haben. Kennt ihr übrigens das wunderschöne Foto von Cameron? Daumen hoch! Solange du keine nackten Bilder zeigst. Kommt bestimmt noch. Soll ich mal eins von dir raussuchen? Nein. Lass es bleiben. Warum hältst du dich nicht schon wieder? Warte, welche Tickets denn? Ja, für den A9-Bus. Boah, jetzt bist du wieder überdreht, ne? Gar nicht. Komm, sag mal Hallo. Hi. Erzähl mal was. Hi. Es ist hier warm. Vorhin war mir kalt. Das Wetter ist echt verrückt hier. Es hat geregnet, Sonnenschein, kalt, warm, alles. Und jetzt gehen wir wieder einkaufen. Und ich habe nur noch 8 Pounds sind das, ne? Kriegst du deine Dollar, deine Bagels. Ey, sind das Pounds? Ja, Pounds, ne? Ja. Okay, bis dann. Diesmal haben wir geile Bagels gekauft. Ne, mit Sesam. Also ich will mir erstmal die Story erzählen, dass ich mein BH umgezogen habe und dass da jemand war. Weil da laufen Leute durch und ich zu meiner Schwester gesagt, dreh dich bitte um. Sie stand da, dreh dich bitte um. Und dann meinte sie, da kommt jemand und ich habe wirklich gesehen, dass jemand hochgegangen ist. Was hast du gesagt, was der gemacht hat nochmal? So. Nein, du hast es vorher besser gezeigt. So. Nein, du hast es so gemacht. So halt irgendwie, keine Ahnung, wie ich gemacht habe. Wir waren gerade bei Tesco einkaufen, wir haben Bagels gekauft. So Rosinendinger wollt ihr unbedingt haben für 2 Euro, die ist bescheuert. 1,70 nur. 2 Euro sind was. Nein, ich sage immer, das ist weniger. Dann habe ich uns Tütensuppen geholt, falls ich heute wieder nichts zu essen bekomme. Dann habe ich noch weiße Schokoladendrops gekauft. Dann haben wir uns die geilsten Chips. Ja, die sind echt geil. Schreibt mal in die Kommentare, ob es die auch in Deutschland gibt. Wenn ja, wo? Tandoori Chicken Masala. Zeig doch mal in die Kamera ein.
sieht man doch. Drei Stück. Die sich dann hier. Dann haben wir. Gibt es die in Deutschland, Leute? Das ist neu, vielleicht kommt das noch. Scottish Cheese. So, dann rote Trauben diesmal. Die sind, glaube ich, kernlos für morgen. Dann habe ich hier so Muffins mit Chocolate. Donuts? Donuts? Donuts sind Schokolade? Noch eine Tütensuppe. Steht voll auf die Dinger, ne? Ja. Dann hat Cameron sich wieder einen Energy Drink geholt, diesmal nicht Zero Zucker. Boah, der war extrem süß, der war nicht da gut. Ist aber Sugar and Sweetener drin, steht da. Noch besser. Noch besser. Dann hat Cameron auf Schokoriegel eingeladen. Hey, wie immer. Du hast beide bezahlt, ne? Ja. Und ich habe auf Smirnoff Eis bezahlt. War aber nicht teuer. Gibt's hier bei uns auch die große Flasche? Nein. Und, das war's. Ja. Cameron hat 7,35 bezahlt. Und wie viel habe ich bezahlt? 12. Ich habe mit Karte bezahlt, damit wir uns noch was zu essen kaufen können. Ja, und wisst ihr was? Wir haben, da war jetzt gerade ein Schild, da stand, please, bitte nicht stören. Und wir haben das auf eine andere Tür gehängt. Aber pssst. Das sind echt Asi, ne? Wie sowas. Ein bisschen. Weißt du, was ich jetzt mache? Wir brauchen was für unser Intro. Komm, wir tanzen. Komm, schnell, schnell, schnell. Nach rechts. Ja, komm, gleich sind wir unten. Eins, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hoch. Wup, wup. So. Wir versuchen unser Glück und versuchen jetzt noch Krebs zu kriegen. Ja, ne? Da stehen noch welche. Ja, ja, vielleicht macht ihr zu. Wir wollen Krebs. Ich möchte, glaube ich, einen herzhaften, sprich mit Cheese and Onion. What? Ja. Nutella? Nee. Womit esst ihr denn Krebs? Mit Cheese ist schon geil. Ich nehme mit Nutella. Ach so, was habe ich vorhin zu dir gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich bin wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, was kommt. Na, guck, wie du laufen musst. Sie sagt auch, vorher war ich K.O. und jetzt bin ich wieder fit. Ich sagte, ich brauche einen Powernap, dann bin ich wieder fit. Willst du dich da hier hinsetzen oder was? Ja. Oder da auf die Bahn? Nicht hier, können wir nur sitzen. Wenn man dazu machen will. Dann gehen wir. Das ist Leslie. Da ist noch, da wollen wir morgen noch in den Bus essen gehen. Da gibt es nämlich Pizza. Hier. Schaut mal, kann man im Bus essen. Hier sind so Liegestühle. Das ist geil. Und hier können wir jetzt Crepe essen. Gucken, wie das so schmeckt. Ich werde euch gleich sagen, wie wir das finden. Was gibt's denn hier? Crepe. Cheese, Spinat. Was ist Maple Banana Nutella and Marshmallow? Fresh Strawberry and Nutella. Ich glaube, da hat keine Erdbeeren mehr, oder? Yes, please. Yes. Ja, du zuerst. Du zuerst. One wrap with cheese and onion, please. Oh, sorry, no onion. Then cheese and mushrooms? Yeah. Okay. Combination and spinach. Ach cheese, so. Mushroom, spinach. Oh, without spinach? No. Okay, okay, just mushroom. Cheese, mushroom. Yes, or spinach, is it good? Very is fresh. Okay, then make it with spinach. Have you strawberry? Fresh strawberry, yes. Yeah. Yes? Yes. And today's special fresh strawberry and Nutella crepe. Is it okay? Yes, okay. The clouds looking angry, but then the sky reached my mind. And when I space out, I see the possibilities. Wie viele Sterne geben Sie? 3,5. Warum so wenig? Der keine Onion hatte? Ja. Weiß nicht, ist nicht schon. Meins, aber der war mir gar nicht. Ja. Also ich würde ihm, ich weiß nicht, 4,5 bis 5 Sterne geben. Was? Die Champignons sind nicht frisch. Ja, ich gebe 4,5 bis 5 Sterne. Ich fand es mega lecker. Aber oben war ein bisschen zu wenig. Also unten war richtig viel Nutella, aber so oben an den Rändern nicht. Ich fand es trotzdem mega, mega nett, mega lustig, der Typ. Wie der in der Story erzählt, das war so lustig.
haben wir wieder die Kamera nicht angehabt. Jetzt habe ich gesagt, sie ist ein Superstar. Sie ist mega reich und finanziert mein Luxusleben. Und sie ist meine Frau. Ne, was habe ich noch gesagt? Das war's, ne? Sie hat gelacht. Das ist echt lustig. Das ist eine Frage, was für Sprachen er spricht. Ja, ob er Deutsch oder Polnisch kann, aber der kann nur Italienisch und Englisch, ne? Ja. Hier ist übrigens unser Hotel am Wasser. Sorry, also das Hotel liegt im Wasser, ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin The Cameron XOXO. Und ich bin The Leslie XOXO. Good morning in the morning. Ich bin die Schönste auf der ganzen Welt. Sag ich. Aber denkst du? Yeah. Cameron hat Blähungen heute. Leslie hat einen Furz quersitzen. Sie war schon dreimal kacken. Und Leslie hat einen Furz quersitzen. Ich noch gar nicht. Die Ordnung, Unordnung darf man nicht zeigen. So. Ja, wir wollten uns verabschieden. Das ist richtig geil. Wir gucken draußen und da kommen ständig Leute. Und dann winke ich denen, weil die gucken hier rein in unsere Privatsphäre und die winken dann auch und lachen. Und ich will mich gleich hier umziehen. Dann machst du die Vorhänge zu. Ja, stimmt. Dafür gibt es Vorhänge. Aber kein Bock, ich bin zu faul. Weißt du? Worüber hast du wieder heute nur halb nachgedacht? Also über den Zettel, der mir runtergefallen ist. Überall. Sie sagt, ich bin nicht doof, ich bin nur faul, weil ich denke nur zur Hälfte. Wie mit den Steckdosen, haben wir das schon erzählt mit den Steckdosen? Ja, haben wir erzählt. Und heute mit dem Zettel, weil sie hat irgendwas verloren, diesen Reisezettel. Ja, ich habe unseren Touring-Guide verloren. Ja, und da, wo ich saß, lag auf dem Boden irgendwas. Ich habe nicht geguckt, was das war und was wir gegangen sind, wollte ich eigentlich sagen. Und dann habe ich gesagt, ach nee, ist bestimmt nicht unser. Ja, und jetzt habe ich keinen Zettel mehr. Ja, und jetzt verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, damit die Kasse klingelt. Genau, und wir sehen uns morgen wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao mit V und schön mit Ö. Küsschen aufs Nüsschen. Der ist gut. Sie hat mich erstmal gefragt, was heißt das denn wirklich? Na, was sind denn Nüsse? Nein, das stimmt gar nicht. Das stimmt wohl. Das hast du mich im Sherlock Holmes Pub gefragt. Mich gefragt. Ja, genau. Hast du eigentlich im Sherlock Holmes Pub gefilmt? Holmes? Ja, da war aber zu voll. Okay. Sie ist die Verrückte hier. Sie hatte Wahnvorstellungen, Leute. Bis morgen. Tschüss. Ciao.